Wo ist denn? Damit sage ich Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur STM, die als letzte Rennserie sich aus der Sommerpause feiert. Nicht ganz die IndyCars, aber die kommen erst später im Ende des Jahres wieder. STM wieder zurück, Runde 11, Rennen 21 und 22 von der Berliner AWUS. Die STM ist wieder zurück. Die hatte mitunter die längste Sommerpause gehabt. Ja, die war ja auch 2 Wochen früher wie geplant in der Sommerpause. Und ich bin natürlich nicht allein. Mit mir dabei ist natürlich auch wieder Novien Amani. Schönen guten Tag und herzlich willkommen live aus der deutschen Bundeshauptstadt in Berlin. Genau, das hat sich jetzt ein bisschen verzögert, um ja doch eine halbe Stunde, weil das Qualifying heute Morgen sich auch verzögert hatte, heute Vormittag. Das war nämlich unter Starkregen. Da kam nämlich ein richtiger Platzregen runter in Berlin. Man hat dann erst einmal den Start abgewartet. Hat dann erst einmal eine halbe Stunde gewartet, dann war der Regen, dann wurde es wieder schwächer, dann hat man angefangen zu fahren, aber dann, als es dann im Fahrbetrieb war, kam der nächste Platzregen runter. Das Qualifying konnte aber sachgemäß beendet werden, war aber ein bisschen heftig und die Rennen, also Rennen 1 habe ich gesehen, scheint trocken zu sein, hat jetzt auch wieder aufgehört mit dem Regen, muss man sagen. So, und das war jetzt nochmal Intro-Musik, die ich gleich vorbereitet habe für den WM-Stand. Ja, Berliner AWUS, da gibt es ja neue vertragstechnische Sache zu verkünden. Die Berliner AWUS bleibt ja im Kalender. Allerdings wird die eine Rotation machen mit dem Lausitzring. Das heißt, wir werden erst 2018 das nächste Mal wieder hier zu Gast sein. Hat man sich als die Lösung geeinigt? Viele Fahrer wollten die AWUS behalten. Die ist ja auch extra im vergangenen Jahr aufwendig saniert worden dafür, für die STM. Und jetzt hat man sich geeinigt drauf, okay, wir haben ja nur noch 14 Stationen. Also macht man eine Rotation alle 2 Jahre im Wechsel der Lausitzring mit der Berliner AWUS. Im nächsten Jahr wird dann die Lausitz. Die Rotation startet 2018, dann wieder die AWUS. Novien, wie findest du denn diese Lösung? Ist die vertretbar? Ist das ein guter Kompromiss für alle? Grundsätzlich denke ich mal, für alle ist es ein fairer Kompromiss. Viele haben ja auch vor dem Qualifying und dem Rennen ja gestern auch noch die US Open ja geguckt. Gestern auf heute Nacht. Aber Die Novien, bitte Angelique keine Kerber. 3 Stunden erzähle über Tennis, Nein. Novien. Wir sind hier in der Nein. Motorsportübertragung. Nein, will ich nur mal kurz. Jetzt will er gar nichts mehr sagen. Jetzt ist er Und haben rausgefallen. sich Ah, da ist er sehr, wieder. sehr, sehr sich gefreut. Und ja, und einige gingen erst relativ spät ins Bett, unter anderem ich. Da ging ich so gegen 2:30 ins Bett, ins Hotelbett. Da war ich echt müde. Aber ich habe es geschafft, bin wieder wach und munter. Und ja, das war es auch schon von diesem kleinen Nachbericht. Genau, viele haben sich für die Angelique Kerber gefreut. Ja, und der Kompromiss an sich, Novin, eine faire Lösung. So ein ähnlicher Kompromiss haben wir nämlich ja schon mit den skandinavischen Rennen, Novin. Denn Finnland, Helsinki Vantaa und der Stadtkurs in Göteborg, der ja noch auf der Rechnung steht, das wird auch eine Rotation geben. Da wird aber Helsinki den Anfang machen und wir werden auch 2018 dann in Göteborg erst fahren. Also auch da hat man dieselbe Lösung gemacht, weil wir haben ja nur 14 Kalenderplätze. Und eigentlich fast 16 Rennen. Und da hat man gesagt, okay, machen wir hier 2 Rotationen rein.
Und dann haben wir für alle Beteiligten was. Dann sind die finnischen Fans wissen, alle 2 Jahre kommt die STM nach Finnland, die schwedischen Fans wissen, alle 2 Jahre kommt die STM. Und so wissen auch die Fans in Berlin, alle 2 Jahre kommt die STM zu uns. Und das wird dann 2018 wieder der Fall sein. Aber heute sind wir auch wieder da. Und ich habe mir unter der Woche die Rennen des vergangenen Jahres angeschaut. Und wir wissen ja, Norwin, da hat der Beißler sich nicht so gut angestellt. Der hatte da einen schweren Unfall gehabt im zweiten Rennen. Der war ja nicht leicht, der Unfall. Trotzdem alles vergessen, Norwin. Gibt ja auch dieses Jahr die Zusatzgewichte nicht. Und der Beißler hat sich im Qualifying, können wir sagen, sehr geärgert. Er hat einen Boxenfunk reingeflucht, weil er es nicht geschafft hat, eine Runde zu bekommen. Erst im letzten Versuch hat er sich noch auf Startplatz 8 fahren können. Also da merkt man schon, dass der Beißler kein so Freund mit der Avus werden wird wahrscheinlich. Er hofft aber, dass es nicht so schlimm ausgeht, wie das in Aragon die Katastrophe da war in den 2 Rennen. Und wir gehen ja gleich auf die Startaufstellung ein, Ovien. Wir gehen mal in den Meisterschaftsstand und dafür müsste man die Einblendung wegmachen und dann kommt da schon, natürlich haben wir wieder schöne Musik dabei. Und da haben wir schon den Meisterschaftsstand, Ovien. Michael Beißler führt mit 131 vor David Lötschi mit 77,5 Punkte. Jake Eberhofer müsste 66,5 Punkte haben. Weil das ist jetzt so klar, ich habe die Datei jetzt nicht offen. Ich könnte mir eigentlich die Datei aufholen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Aber Jake Eberhofer hat heute ein Problem, Novien. Er sitzt mal wieder in der Aussetzrunde. Das ist das dritte Mal in Folge und für den Jake ist es, der hat schon gesagt, Gott sei Dank gibt es diese scheiß Aussetzrunde im nächsten Jahr nicht mehr. Denn damit ist seine WM-Chance vorbei. Damit dürfte er aus dem Meisterrennen rausfallen. Und wir wissen ja alle, Novin, der Michael Beißler muss in beide Rennen nur vom Lötschi ins Ziel kommen. Dann kann er mit einem Doppelrennsieg, wenn er beide Rennen in Hamburg gewinnen würde, im zweiten Rennen STM-Champion werden in 14 Tagen. Das ist dann schon möglich, die Titelentscheidung zu holen. Bergmann, Novin, auch der heute nicht dabei. Also auch der ist weg. Da könnte Veeco, könnte sich an der Jake heranmachen, Novin. Und nach der Aufholjagd die Saison bisher, David Lötschi und Veeco Maija noch nicht einmal in der Aussetzrunde. Also das wäre für den Veeco eine Riesensache, könnte er sich noch an die vorbeiarbeiten. Adnan Berka ist noch dabei, ist bei BMW rausgeflogen, fährt jetzt aber im Renault. Novien, wir wissen alle, vielleicht kann er noch einen Schwung reinbringen bei Renault, das erhofft sich der Beißler. Ansonsten wird außer dem Beißler, wo kein anderer Renault mehr was reißen, also auch der Berka nicht mehr. Aber ich denke, Top 10 der Fahrerwertung, Top 12 könnt ihr noch schaffen. Justin Claus, Niklas Luger, Niklas Bagger, Daniel Drechsel. Das ist die erste 10. Novien, du bist 14. im Moment. Nico Cevicki 21. Ja, und dann kann man sehen, Matze Schweizer 27. 29 Fahrerhandpunkte. Muss man auch mal sagen, okay, einige heute nicht dabei. Gehen wir mal in die Herstellerwertung. Und da sieht es wie folgt aus. BMW hat 248 vor Honda mit 168, Novin, 80 Punkte Rückstand. Ist das noch aufzuholen? Ich kann dir jetzt schon mal sagen, in der ersten 6 Novin, soweit kann ich vorgreifen, Darstellung, werden 6 BMW stehen in der ersten 3 Reihe. Also es ist wohl hier eine BMW-Veranstaltung in der AWUS. Novien, könnt ihr doch noch was entgegensetzen? Ihr seid nahezu komplett hier am Start. Aber da lief's nicht für Honda. Weit hinter BMW. Glaub, entweder du oder Niklas sind der beste Honda. Geht da noch was oder entgleitet die Meisterschaft jetzt so langsam? Ich glaube, sie entgleitet eher. Wir haben uns jetzt eher konzentriert, dass wir den zweiten Platz jetzt festigen wollen. Weil BMW ja nächstes Jahr aussteigt. Und da hat es ja auch vor der Sommerpause ja diesen Twist ja auch gegeben. Mit Meles, mit Berka. Johannes Meles hat nach dem Lausitzrennen, nach Renne 1 schon verkündet, dass er nicht mehr mitfahren möchte, wegen Adnan Berka. Und Marquardt war so sauer auf den Berka, dass er den gleich trotz des Sieges in Rennen 1 hinausgeschmissen hat. Und da mussten gleich zwei, dann ist Meles und dahinterher ist noch einer gegangen. Da gab es Verhandlungen, wir haben lange nichts gehört von BMW Novien. Am Ende. Wunschkandidaten waren Julien Lamy und Mario Reichel, aber man konnte sich mit denen zwei nicht einigen.
vertraglich, weil die ja mit Nissan in Verhandlungen sind, dass die wahrscheinlich beide 2018 im Starterfeld sein werden. Aber das Problem ist, man konnte sich halt nicht einigen und jetzt hat der Michael Beißer zwei seiner Nachwuchsfahrer in die BMWs gepackt, aus seiner Akademie, nämlich Luca Häuseli und Patrick Brück aus der Formel 3000. Und Patrick Brück muss heute leider schon gleich in die Aussetzrunde. Der Luca Häuseli, der ist heute am Start und der wird uns überraschen, wie wir gleich sehen werden. Novin, also das ist auch interessant. Renault 148. Es geht noch um Platz 2 zwischen Honda und Renault. Also auch denke ich, Renault kann die Meisterschaft abhaken bei den Herstellern, oder? Siehst du das genauso? Ja, ja. Zu wenig getan hier von den Franzosen, besser gesagt, die basteln ja schon am Fahrerkader. Meinst du, ein Adnan Berger könnte sich in den letzten 10 Einzelrennen noch empfehlen, dass er sagt, ja, hier bin ich, ich wäre ein guter Mann für euch? Muss man halt sehen. Er kann fahren, er ist ein bisschen überaggressiv, er kann fahren. Hat sich natürlich bei BMW keine Freunde gemacht, gerade Johannes Mehlis und Co. nicht. Beißler hat gesagt, ja komm, wir probieren es jetzt mal, nehmen den auf, soll ruhig mal die Saison zu Ende fahren und vielleicht bringt er uns ja einen Schub. Da wurde auch gar nicht mal über Motegi gesprochen, über die Situation, es war vergessen. Aber wir schauen mal, ob sich der Adnan Berger, ein Justin Cloud steht ja auch noch, Carlos Cortez, sind ja einige, die da dran stehen, die bei Renault gerne fahren möchte. Opel 144. Problem an der Sache ist, es können nur 26 teilnehmen. In der nächsten Meisterschaft werden nur 23 Starter sein. Also von daher, Renault-Plätze sind übrigens eh schon fast belegt. Also 3 der 5 Plätze sind belegt. Ja, deswegen heißt Hashtag Fahrercasting. Es geht um 2 genau. Cockpits bei Renault. Denn der Fuxi sitzt mit dem Beißler im Werksteam. Alexander Rickard im Fuxi-Auto. Das ist ja alles schon sicher schon lange. Aber dann gibt es ja noch 2 Cockpits und 4 Fahrer, sage ich mal. Es wird interessant. Opel ja, könnte noch. Der Hashtag Cockpit-Casting. Genau. Opel könnte noch drankommen an Renault. Aber die haben ja nur einen Fahrer. Aber wie sieht der David Lötschi? Ist Überraschung der Saison. Sehr stark. Alfa Romeo und dann Audi. Alfa Romeo nur mit Stellan Berger am Start. Also der Boris hätte es leider auch erwischt. Aber es wird sich dann im nächsten Jahr ja alles ändern, liebe Zuschauer. Da können wir überzeugt sein davon, dass sich das im nächsten Jahr auf jeden Fall ändert. Das ist ja schon klar. Oder gehen wir jetzt mal in die Startaufstellung. Ich stelle jetzt mal wieder das, den Player ein für die Nationalhymne nachher. Wir auf jeden Fall höhere Werte. Und dann machen wir die Ordner runter und dann gehe ich mal rein. Ins Race in Section. Solltest du jetzt auch sehen, Novin? Ja. Ja, ist da. Qualifying wird ja nicht mehr gezeigt seit der Sommerpause. Ihr wisst ja, das wurde ja heute Vormittag gefahren im Starkregen. Wir haben nur noch die Übertragungen der beiden Rennen. Denke, dass auch interessant ist, oder? Das Qualifying, das sieht so interessant an zu gucken, oder die Leute wollen ja eher das Rennen sehen. Denke ich mal, das ist ja auch interessant so. Und wir werden zwischen den Rennen natürlich nicht mehr den Stream durchgehen laufen lassen oder Pause machen. Auch das ist klar. Geh mal in die Sitzungsinfo. Trockenes Rennen. Gott sei Dank hat es abgetrocknet endlich. Es war eine richtig chaotisch heute Morgen. Nur 20 Grad, starker Regen. Für dich war es ja auch schwierig zu fahren, gell? Weil auch mit der Schikane, die rutschigen Curbs, da hat es den einen oder anderen schon irritiert. Oder Beißler ist da einmal abgeflogen. Also das ist natürlich gar nicht so ohne. Und wir gehen in die Starting Grid rein zum 21. Rennen. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, richtig. Oh, ich schalte mal hier schnell durch, so dass der Novi nichts sieht. Und weil wir wirklich ja durchgehen. Und zwar haben wir hier eine Überraschung auf der Pole. Eine Dame, Birgit Käuser, müsste ihre allererste Pole sein in der SCM. Und Novi, die fährt ja noch um ein Cockpit. Sie steht hoch im Kurs, in diesen Abschiedskader von Audi zu kommen. Traust du ihr zu, dass sie da bei Audi auch bestehen kann?
Wolfgang Ulrich hat gesagt, sie hat eine gute Zukunft. Und warum eigentlich nicht? Birgit hat das auch in den Indycars wirklich sehr gut bewiesen, dass auch, dass man sie nicht abschreiben darf in Homestead in Miami. Und ich denke mal, wir müssen mal abwarten. Also ich bin ja, ich sage mal, ihr Manager indirekt. Da kann ich dann jetzt nicht viel ausplaudern, aber es gab schon Gespräche, das ist richtig, während der Sommerpause, aber Birgit möchte erstmal die letzten paar Rennen für BMW erstmal fahren und dann wird sie sich dann zeitnah in einer PK sich dann dazu äußern. Das ist richtig. Birgit Keuser auf jeden Fall eine Kandidatin. Dustin Rolko ja schon gesetzt bei Audi. Erste Pole. Kann sie heute gewinnen? Es wäre natürlich eine schöne Geschichte, hier auf der Avus zu gewinnen. Hier fuhr ja auch schon mal ein großes Vorbild von ihr, die Eleanor. Die ist hier auch schon gefahren in der DTM. Ne, bei ihm, Novin. Und wir werden, wir sehen jetzt schon ganz viele BMWs. Das ist eine BMW-Veranstaltung heute. Wir haben schon die letzten Rennen gesagt, es geht für BMW ganz klar um Einzelsiege in Richtung Markenwertung. Und da sind sie auf gutem Kurs. Martin Hardenacke, Novin, der hat es auch schon mal geschafft zu gewinnen. Im Chaosrennen im Sachsenring, wo die alle quer standen vor der Boxeneinfahrt. Aber der war auch in dem ganzen Rennen unter der Top 3. Kann der hier wieder gewinnen? Zutrauen ist es dem Martin auf jeden Fall. Also warum eigentlich nicht? Auf Platz 3, Novien. Ein Neuling, der andere darf ja heute noch nicht, das ist eine Aussetzrunde. Luca Häusel. Luca Häuseli aus Aarau, der fährt aktuell immer noch in der Formel 3000, wird dort auch die Saison zu Ende fahren. Wird dort auch im nächsten Jahr, denke ich, noch fahren. Luca Häuseli, Ersatzmann von, das war das Auto von Adnan Berker, der ja rausgeflogen ist bei BMW vor der Sommerpause. Stellt das Auto auf P3 Novien, 16 Jahre alt, der fünftjüngste Teilnehmer in diesem Starterfeld. Davor haben wir noch den Veko, den Dustin, den Daniel und den Johannes als allerjüngsten. Novien, was kann denn dieser Junge, ist übrigens der zweite Schweizer jetzt wieder im Starterfeld. Was kann dieser junge Schweizer aus dem Aargau hier bewegen? Kann der hier gleich sein erstes Podest holen? Kann der vielleicht sogar nachher gewinnen? Das wäre ja ein absoluter Kracher. Das wäre ein absoluter Kracher. Luca ist einer von meinen Schützlingen gewesen aus dem Armani Motorsportlager. Also ich denke mal, durchaus hat Luca durchaus eine Chance. Allerdings muss er sich, das sage ich jetzt ohne mal nicht negativ zu sagen, wirklich sich warm anziehen, weil die Konkurrenz ist sehr erfahren, weil einige oder viele von dem Teilnehmerfeld sind seit letztem Jahr auch schon durchgehend dabei gewesen. Kleinen Runden mal abgesehen. Trotz alledem, wir müssen uns überraschen lassen, was unser der Freund aus Aarau macht. Und der hat ja auch den Ticketverkauf ja noch massiv nach oben für die Vitus Park ja erhöhen lassen. Da hat es ja auch noch geheißen, da wird ja nochmal aufgestockt. Ich habe da ein paar Bilder schon gesehen. Die Tribünen sind da massiv nochmal am Aufstocken Ja, für er das könnte für sich nächstes ja Jahr. empfehlen unter Umständen, denn er ist ja auch bei der Beisler Motorsport Akademie Novien. Das heißt automatisch auch in der Renault-Förderung drin. Könnte auch ein gefährlicher Kandidat werden für unsere Kollegen hier bei Renault, oder? BMW ist ja nicht mehr dabei nächstes Jahr. Er könnte da denen auch noch einen Platz wegnehmen, der jetzt hier saugute Rennen abliefert. Das könnte ja sein, dass Alain Prost sagt, den nehmen wir mal jetzt hier. Der ist super. Und dann ist wieder einer Auf jeden weniger. Fall. Also da auch der Auf Luca jeden Fall. Häusli könnte, der kann hier ohne Druck reingehen, der ist hier, der soll sich jetzt zeigen, die letzten 10 Rennen, der könnte hier tatsächlich einem noch ein Renault-Cockpit wegnehmen. Also es wäre schon lustig, zwei Schweizer jetzt dabei, das ist natürlich super. Pascal Erbelding auf der 4, Matze Den Schweizer möchte ich ganz 5 herzlich grüßen, und Nico Pascal. Czewicki auf der 6, nur wenn die 3. Nico war es ganz wichtig, er wollte hier in Berlin nicht in die Aussetzrunde, hat es geschafft, hier nicht rein zu müssen. Darf hier fahren. Das ist eine volle Ja, BMW-Power, oder? Nico auch schon auf mit dem jeden Fall. Sieg. Auf jeden Fall. Nico hat ja schon ein Rennen gewonnen. Und Nico wird sicher natürlich vor seinem Heimpublikum sicher alles geben. Er ist natürlich der Streckenbotschafter dieser Strecke. Und viele Genau. Fans mögen ihn sehr. Er kommt ja Was bei mir. gebürtig aus Potsdam. Das ist ja nicht mehr so weit weg von Berlin. Also das ist hier um die Ecke des Rennen. Und er hat natürlich auch viele Tickets hier.
gerade wegen Chewiki, mit neuer Startnummer unterwegs. Er hat jetzt die 78 auf dem Auto. Ich habe vorerst noch geguckt, ob die frei ist in der S10. Die hatte vor ihm nämlich Carlos Cortez. Die war dann frei. Dadurch, Cortez müsste sich dann im nächsten Jahr eine neue Nummer suchen, wenn er wieder käme. Und weil man mit Abtreten eines Fahrers die Nummer ja automatisch wieder frei wird. Und Nico hat sie sich jetzt geschnappt, möchte sich ein neues Markenzeichen aufbauen. Und da haben schon einige jetzt die 78er Flaggen gekauft im Fanshop an der Strecke. Also das ist schon mal reißend weggegangen. Er und die Autogramme. Und Autogramm, er will auf jeden Fall hier aufs Podest. Das ist schon mal sicher. Auf jeden. Jo. Daniel Drechsel, Michael Beißler, der hat geflucht im Boxenfunk, geschimpft, geflucht, beleidigt, der war richtig 180, es lief gar nicht gut. Im letzten Versuch haut er dann noch den 8. Platz raus, sonst wäre er auf dem 30. gestartet. Und das hier auf der engen Strecke, im Vorjahr hat er hier einen Fuchsi abgeräumt und den Chirac, also das möchte Beißler hier nicht. Von Platz 8 hat er gute Chance. Er will ja nur vom Lötschi ins Ziel kommen. Und er steht ziemlich weit hinter der Lötschi. Also die Chancen sind gut für den Beißler, dass der hier heute die Chance wahren kann, in Hamburg das Ding zuzumachen. Denn dann muss er ja nur beide Rennen gewinnen und dann wäre er durch. Dann wäre Beißler Meister. Dann kann er machen, was er will. Wenn er hier noch ein paar Punkte holt natürlich, gell? Weil sonst wird es dann die Nordschleife. Daniel Drechsel, auch wieder gut dabei. Justin Klaus und Harald O'Hörlefsson vor WTH Marki und Marcel Pelz. Also nur wenn du merkst schon, die ganzen die 14 BMWs sind eigentlich ziemlich vorne. Das ist hier eine BMW-Dominanz. Also Honda ziemlich hinten. Nur wenn wir erklärst dir, dass das BMW auf dieser Strecke am besten zurechtkommt. Beißler ist sowieso immer ein Spezialfall. Der schafft's immer irgendwie. Aber wie schafft's denn BMW so stark zu sein hier? Die nehmen das heute massiv Punkte mit, je nachdem, wie es läuft. Massiv Punkte und die könnten sogar, wenn sie Glück haben und Honda heute mal nicht punktet, einen Riesenschritt in der Konstrukteursmeisterschaft machen, dem Gewinn, weil okay. Es sind 80 Punkte und es gibt jeweils nur 20 Punkte pro Rennen. Also kann BMW wieder... 10 Rennen sind es noch. Das ist ja noch genau, nicht gestartet. 10 mal genau, 20. Ah. Sind 200 Punkte, aber trotzdem 80 sind es schon. Wenn BMW heute wieder ein gutes Rennen abliefert und auch im Rennen 2 so ähnlich furios beginnt, dann muss sich Honda ganz stark sich anstrengen und mindestens versuchen, dann Platz 2 mit nach Hause zu nehmen. Weil Platz 2 ist für uns, sagen wir mal, auch schon in Ordnung für das, dass wir natürlich viele Aussetzrunden hatten, muss man auch dazu sagen, weil BMW war fast die einzige Marke, die mit wenigen Aussetzrunden behaftet war und ja, ist. Von euch war es eben nur Weco, dann eben noch Lötschi und der Beißler. Nur die drei mussten nicht in Aussetzrunde. Also von daher genau. Ist es ja wieder was anderes. Gehen wir hier genau. Weiter durch. Fiebiger auf der 13. Der darf auch mal wieder starten. Er ist öfters mal auch in der Aussetzrunde. Viele, die ja noch um ihre Zukunft kämpfen müssen. Bei Fiebiger weiß man so gut wie gar nichts. Jetzt nach dem Wegfall der Indycars ist ein einigermaßen sicheres Cockpit verschwunden. Man weiß nicht, was dann passiert. Werden einige Fahrer wohl leer ausgehen dann im nächsten Jahr. Weil so viele Cockpits gibt es in einer Rennserie bei mir gar nicht mehr. Vielleicht beim Nico noch, der ein oder andere dann. Also da ist sicher noch was möglich. Aber stimmt, man könnte dann bald an der Nordschleife schon mal an die vorzeitige Titelentscheidung denken. Je nachdem, denke ich, kann an der Nordschleife schon die Konstrukteursmeisterschaft entschieden werden. Die Fahrertitel kann in Hamburg schon entschieden werden. Also da ist alles drin. Nehmen wir es mal kurz weiter durch. Dann haben wir Sinan Demirbas auf der 14. Auf seiner ja, Abschiedstournee. Richtig, der wird definitiv nicht mehr in der STM dabei sein. Adnan Berker, erstes Qualifying im Renault. Das war der Renault vom Le Gall. Und schon wieder stehen aber die gar Renaults nicht mal so schlecht. Ja, so hinten aber auch nicht. 15. Platz ist eigentlich gar nicht mal er so schlecht. Er steht genau in der Mitte, weil 30 sind im Starterfeld. Ja, aber er kennt den Renault ja noch nicht so richtig. Der BMW hat ja ein ganz anderes Fahrverhalten. Hat ja extra noch Testfahrten gegeben in Brünn. Mitte der Woche und noch hier ein paar Rollouts. Aber natürlich, er braucht sicher ein paar Rennen, bis er den Renault dann soweit kennt.
Dann haben wir Dustin Rolko, Niklas Backer, Stellan Berger. Joe Gerner wird schwer haben. Erstens nur ein Fahrzeug dabei. Und sein Schützling Berger. Der muss durchs Feld flügen. Das gilt nicht nur für ihn, sondern auch für Alex Huben und Veco Meyer. Nur wenn, da ist der Jake nicht dabei. Der Veco Meyer hat die Chance heute Platz 3 anzugreifen, aber da muss er jetzt erst einmal in dem Rennen nach vorne flüge. Und dass der Veco das kann, wissen wir's. Trausch ihm zu, dass er hier im Rennen 1 einen Punkt mitnehmen kann. Ja, der Jake wird sich paar freuen, Punkte, wenn der da weit hinten steht. Und also, der Ackmann Punkte vielleicht sind, auch. Also Punkte sind durchaus für den Veco drin. Aber es wird schwer. Wir hatten ja gestern unsere Roadouts in Barcelona gehabt, im GP Cup, und das war auch sehr, sehr lustig. Starker Regen, und das war gar nicht lustig für den einen oder anderen Beteiligten. Aber gut. Bei Veco wird sicher 2016 alles ist Regen generell nicht lustig. Nein. Und dann erst recht nicht mit Trocken-Setups oder mit Regen-Setup abzufliegen. Also gute Nacht, sage ich dazu nur. Aber nein. Veco traue ich durchaus was zu. Veco kennt die Strecke, hat da gute Erinnerungen eigentlich an dieser Strecke. Im vergangenen und, Jahr hat er in Rennen 1 seinen ersten STM-Sieg geholt. Letztes Jahr und, auf der Abus gewann er sein allererstes STM-Rennen in Rennen 1. Ein anderer Rennsieger, Schwarzenbacher, der Rennen 2 gewonnen hat, der darf heute nicht fahren, der ist in Aussetzrunde. Aber Veco ist durchaus ein Kandidat. Wir gehen mal schnell die Startaufstellung zu Ende durch. Patrice Chirac, Kenny, Joker, Alexander Rickert hat sich sicherlich mehr erhofft von seinem Heimrennen, aber im Vergleich zu anderen darf er ja mitfahren. Ich erinnere an Said Barada in der Fuchsi Edition, der seinem Heimrennen die Qualifikation nicht geschafft hat in Marokko. Das war natürlich viel schlimmer. Er darf mitfahren und ich denke, dass der Audi auch nicht, der ist ja nicht gut genug, und der Alexander Rickert, denke ich, holt das Maximum hier raus. Er steht aber vor Novien Armani, dem Fuchsi, Niklas Luger, Linus Hartmann, Val Worik und David Lötschi. Was hat denn der gemacht? Oi, oi, oi. Das ist natürlich für den Beißler sehr gut, wenn der da hinten nicht wegkommt oder wohl möglich auch noch rausfliegt. Dann ist der Beißler ja schon bald, dann kann er ja schon bald im ersten Rennen in Hamburg Meister werden, wenn der jetzt hier gewinnen sollte, natürlich vorausgesetzt. Also ist alles möglich. Novin, sag mal kurz was zu dir. Wieso lief dein Qualifying nicht so gut? Und sag mal was, warum hat David Lötschi das nicht hinbekommen heute? So, ich fange mal mit David zuerst mal an. Ich weiß nicht, was David gemacht hat in den letzten paar Wochen. Auf jeden Fall haben sie meine Reifen noch nicht gewechselt, sehe ich hier gerade. Und was bei mir anbetrifft, kann ich da nicht dazu sagen. Das ist nicht eine Strecke, die mir liegt. Letztes Jahr hatte ich da ein sehr, sehr unglückliches Rennen auch gehabt. Sehr unglücklich, kurz vorm Rennende aus den Punkten noch zu fallen. Und ich fahre ja, wie die meisten Honda-Fahrer, ja mit dem Hashtag 9-11, 15 Jahre. Ist es ja jetzt her. Deswegen hat Honda ein spezielles Design ausgewählt. Und mal schauen, ob es doch noch vielleicht für einen oder vielleicht für 200 Piloten noch für die Punkte reicht. Aber es wird schwer, weil die Strecke in Berlin ist eine Strecke, wo kaum Überholmöglichkeiten ist, außer auf der langen Geraden. Aber das war es dann auch schon. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Rennen hier in der Berliner Abend. Genau, ich habe jetzt hier mal hier, also wir haben gesehen, im Vorjahr waren es 33 Runden, die man hier absolvieren musste. Gut, Beißler hat im Vorjahr beide Rennen nicht beendet. Einmal da früher abgestellt mit Aufhängungsschaden, im anderen hat einen schweren Unfall gehabt. Deswegen gucken wir mal. Ich habe jetzt hier die Boxeneinstellung gemacht. Sitzungsinfo ist auf jeden Fall für Rennen 1 trocken vorhergesagt. In Rennen 2 kann sich das ja wieder ändern. Im Moment sieht der Himmel aber noch nicht danach aus. Fahrzeugsetup. Ich habe mal im Qualifying halt die Differentialsperre von 40 auf 30 runtergesetzt. Ich habe damit dann die gute Runde rausgeholt. Der Sprit mit 4 Liter, das sollte vielleicht nicht sein. Das ist ein bisschen wenig. Das sollte vielleicht nicht so ganz sein, weil da bleiben wir stehen und das wäre peinlich. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass uns irgendwas Peinliches passiert. Ich sage nur Spielberg, als ich dann den Boxenstopp nicht machen konnte.
Also sowas kann mal passieren. Gehen wir mal auf Genau. insgesamt. Benzin ist voll. Dann haben sie meine Reifen noch nicht geändert gehabt, habe ich jetzt gemacht. Hinten Slicks, vorne Slicks, hinten Slicks und vorne Slicks. Ja, und da bleibt uns nichts zu tun. Wir sind jetzt doch wieder lange geblänkelt vorne dran. Ja, in Rennen 2 gibt es nicht mehr so viel zu erzählen. Deswegen sage ich mal, geh mal rein. Rennen Nummer 1 von der AWUS in Berlin. Hier nochmal TV-Manager aufbereitet. In der Zeit könnte ich noch einmal meinen, du hörst mich noch, oder? Ja, Mein ja. verknuddeltes Headset-Kabel mache. Dieses Rennen wird von dem Berliner Pilsner gesponsert. Vom ADAC, der hier groß auf der Werbebande steht. David Lötschi, einer der Verlierer, könnte hier werden. Der könnte hier massiv Boden verlieren. Es geht in den fliegenden Start. Im Vorjahr hat es den Fuchsi erwischt. Hoffen wir, dass dieses Jahr keiner getroffen wird. Und dann geht es los. Die 30 Minuten an der Berliner AWUS. Und da legt der Beißler schon mal los hier. Ich schwitze jetzt schon wie die Sau. Muss ich, glaube ich, kurz mal hier. Warum schwitze ich denn jetzt hier wieder wie Sau? Da tropft da alles runter. Na gut. Ist egal, wir haben jetzt da keine Zeit. Wir müssen da bremsen, sonst kacheln wir da einem drauf. Matze Schweizer mit einem guten Start. Achtung, Michael Beisler hat den Schweizer nicht, aber hat Platz 3. Und deswegen schauen wir uns den Start nochmal an. Der war gut vom Start, der Start von Beisler. Im Vorjahr Novin, da hat er den Fuchsi genau hier an der ersten Kurve abgeschossen. Novin, was hat Ja. denn der diesmal besser gemacht, der Beisler? Frühzeitig gebremst, rechtzeitig die Bremse betätigt. Und ja, so muss man es eigentlich machen. Leichter Kontakt, das darf sein. Hardenacke verliert da gegen den Schweizer. Der Häuseli, 2 Plätze verloren. Das ist okay beim Start, oder? Das darf mal. Ich glaube, wir brauchen den nicht Ja, groß angucken, richtig. den Start. Weil wir ja den schon gesehen haben hier. Die Kamera war sehr gut. Wir dürfen nicht vergessen, keine Gewichtszuladung in diesem Jahr. Deswegen hilft es dem Beißler ja natürlich noch mehr. Platz 3 ist schon mal 6 Punkte mehr wie David Lötschi. Ja. Diese Nordkurve ist natürlich auch heikel. Da rutscht man ins Gras. Birgit Keuser vor Matthias Schweizer. Was ist denn hier los? Matthias Schweizer auf der 2. Novin, der hat noch kein Podest dieses Jahr, der Schweizer. Kriegt der hier eins? Ich tippe mal, es wird Da hinten der Civicki Ferrari, aber beilt ich weiß sich nicht, mit ob ich die Podest. Ohrlefson. Achtung, Schweizer greift nach Birgit Keuser. Und das mit der Differentialsperre, das war, glaube ich, mein Joker hier. Weil, jetzt kriegt das Auto wenigstens um die Kurve. Da vorne, die kann ich nicht kriegen, aber ich muss ja nichts riskieren. Denn David Lötschi ist ja weit hinten. Das heißt, der Beißler muss nicht was riskieren. Da ist gelbe Flagge. Dauergelb. Ich glaube, wir müssen mal da hinschalten, weil da kracht es irgendwo im Hintergrund. Nur wenn der Das denke ich Beißler auch. muss ja jetzt nicht mit Gewalt da jetzt die überhole, gell? Also der Lötschi ist ja weit hinten. Nein. Und wenn Also der da nicht vorkommt. du kannst es ja kontrollieren. Eben, da nimmt er 6 Punkte mit. Der muss ja auch meisterschaftsdienlich denken, der Herr Beißler. Da hinten, Czewicki, Fiebiger. Das muss da weiter hinten sein, weil da hat's gescheppert irgendwo. Achtung, da steht Kenny! Da ist Kenny, der hat den Lenkeinschlag nicht getroffen. Genau das war beim Beißler im Qualifying auch im vergangenen Jahr das Problem. Oder wurde der da touchiert? Da waren Luca und Rickard Lötschi nur auf der 24. Hilft dem Aber Beißler. Amalia hat aber Achtung. auch einen guten Start Alexander geleistet. Rickard schubst ihn leicht an. Das ist aber nicht. Oh, der weicht dir aus. Was ist denn da passiert? Das sah sehr komisch aus. Ich würde es gerne mal aus der Dachkamera sehen von Kenny. Also Rickard gibt ihm einen leichten Schubs, aber das ist legitim. Das ist Kontaktsport. Also das gehört nicht unter die Kategorie, ich schieße den mal ab jetzt. Von welchem Platz war Weko gestartet, Michael? 20. Er ist auf der 12, der Ja, habe Weko. ich gesehen. Oh, Novien.
Wir müssen es doch mal angucken. Von der Perspektive sah es aus, als hast du ihn ein bisschen abgedrängt in der ersten Kurve und hat der Kenny keinen Platz mehr gehabt. Und sein Honda scheint schlecht eingestellt zu sein mit der Differentialsperre. Das hatte ich nämlich vorhin auch das Problem. Achtung, Ricard gibt ihm einen Schuss. Ja, aber ich... Ja, okay, da war einfach kein Platz mehr. Da kann man dir die Schuld nicht geben. Da war einfach kein Platz mehr. Du wolltest Weco noch sehen. Die Zeit geben wir uns noch. Denn David Lötschi auf der 24... Du hast da nichts gemacht. Ich löse mal kurz auf. Kenny wollte mich attackieren, hatte mich leicht gestriffen an der Rückleuchte. Und deswegen, Kenny wollte wahrscheinlich ausweichen und deswegen ist er jetzt da so reingeraten. Da ist der Beislam vorher auch mehrfach stecke geblieben und auch heute Vormittag im Qualifying. Weco auf der 14 momentan, Weco Meier. Aber von wo kam Armani? Armani, ja. Hat gerade per Funk gesagt bekommen. Sorry, genau. Also momentan ist, aber es ist eng beisammen, die Nordkurve ist nicht im Beisler sein. Aber Armani hat aber auch einen guten Start geleistet, ja, oder? Ja, Michael? Guter Start gehabt, den Owen Armani. Aber Weco hat einen Granatenstart, er kam von der 20 und der ist jetzt 14. Da vorne muss der Beisler jetzt Käuser und Schweizer. Ein Matze Schweizer kämpft hier momentan um den Rennsieg, aber wir werden hier ja auch über 30 Runden noch hinlegen müssen. Der Berliner Avus heißt 30 Mal die Kurve ordentlich hier anbremse. Der Beisler bremst die sehr früh, das war aber sehr spät. Komm herum, dank der Differentialsperre geht das Luca Häuseli jetzt Dritter. Martin Hardenacker auf der 4. Und Beisler traut sich nicht, die Schikane voll zu fahren. Da werden Erinnerungen ans letzte Jahr wach. Häuseli auf der 3, Hardenacker 4. Das ist diese erste Kurve. Auch diese Nordkurve, da trägt sich weit raus. Es knallt schon wieder. Rutschen einige weg. Beisler kann ja auch nicht Vollgas geben. Okay, jetzt kann er hier rein driften. Wo ist eigentlich unser Menü hier? Mal gucken, ob er die da vorne einholen kann. Aber ich glaube, dass der Beisler versuchen wird. Achtung, jetzt Oerlefson. Jetzt wird er dann überholt, rechts und links. Ich habe einen Funkspruch von Alexander Opitz gehört, Michael. Mit den Worten, fahr konzentriert, aber fahr meisterschaftsdienlich. Ja, richtig. Und das tut der Beisler, er nimmt auch lieber den 6. Platz mit. Das sind dann immerhin 3 Punkte mehr als der... Ach komm, Oerlefson, Mensch! Du blöde Sau! Harald Oerlefson hat mich da angeschubst. Aufhängung kaputt. Wir müssen es uns nochmal angucken. Harald Oerlefson war's. Der hat mich da in der Schikane angeschubst und dann bin ich in Schlinger gekommen und Czewicki ist dann getroffen worden. Vom Beisler. Es tut mir leid für den Nico Czewicki. Aber Harald Oerlefson war derjenige. Hier alles fair, das ist okay. Da habe ich einen Platz gelassen. Das war vorhin mit dem Kenny. Und dann traf er dich auf die... Da traf er mich auf die... Ja, aber das sah man aus der Kamera jetzt nicht so gut. Wir müssen mal den Oerlefson einschalten. Und müssen mal seine Dachkamera sehen. Aber ich habe jetzt einen leichten Aufhängungsdefekt und das auf der Avus. Okay, im Qualifying hatte ich auch einer, das ging dann einigermaßen. Harald Oerlefson im Angriff auf den Meister Michael Beisler. Hardenacker, der sich da mit Häuseli, auch der geht da ein bisschen hart gegen den jungen Aarauer zu Werke. Ja, also Schuldfrage kann ich ja, sagen. Da kam, war schon mit der halben Waagelänge vorbei, Novin. Bitte analysiert es doch mal. Da komme ich jetzt ins Bild. Halbe Waagelänge. Ja. Trifft mich dann. Und Armani macht sich weiter nach vorne, Michael. Er ist auf Position 17. Das ist klar. Nico Czewicki wollen wir uns angucken.
Ich würde sagen, ist ein Rennunfall, da kann der O'Hurlefson nichts dafür, der hat selber die Kontrolle verloren. Und Beißler, ja, okay, und da kann ich auch nichts machen, ich werde da von der Leitplanke zurückgebounced in Richtung Czewicki, da konnte ich auch nichts mehr machen, Novin. Also Schuldfrage, nee. Beißler, O'Hurlefson, ich würde mal sagen, das ist ein Rennunfall. Der O'Hurlefson hat nämlich da vorne, schau mal, der ist da auf dem Gras und hat da beim Anbremsen Kontrolle verloren, trifft mich dann. Ich verliere auch die Kontrolle, er verliert die Kontrolle und dann werde ich von der Werbebande zurückgebounced zum Czewicki. Und der kann auch nichts machen. Das ist ein Rennunfall, Novin. Es wird jetzt zwar natürlich standesgemäß under Investigation gesetzt, aber ich bin überzeugt, dass die Rennleitung das genauso sehen wird, oder? Das war ein Rennunfall. Der O'Hurlefson hat Grip verloren. Ja, der Czewicki konnte nichts machen, weil ich dann von der Werbebande zurückgebaut wurde. Wie bitte? Harald, du musst aber auf der dreckigen Linie, bevor er dich getroffen hatte. Er war auf der dreckigen Spur und dann hat es dann geknallt und dann gab es ja noch ein kleines Programm mit Nico. Aber es ist nichts passiert. Nico sagt, what's happened? Sagte, I'm spin-off. Ich habe mich gedreht und dann fragte den Schmackrad gerade, ob wir den Stürzes melden, da sagte Nico, nein, alles gut. Er wurde zurückgebounced von der Werbebande, Novin. Damit hat mittlerweile Schweizer die Führung übernommen. Also mit dem Sieger der Beißler jetzt nichts mehr zu tun. Der fährt hier tatsächlich wie ein Schlafwagen hier durch die Schikane. Er hat so viel Respekt vor der Schikane. Aber die Aufhängung scheint nicht so verbogen zu sein. Man kann noch fahren, aber hinten kracht's gewaltig. Schon wieder Dauergelb, liebe Zuschauer. Wen hat's denn diesmal erwischt? Also viel Action auf der Avus. Diese Schikanen, die sind nicht nur ein Beißer sein Tod, sondern da trifft's auch andere. Harald, du hast jetzt auf hinter Erbelding gespült. Dem mir Bass. Aber da muss ja wieder was passiert sein hinter bei Dauergelb. Da kriegen wir es gleich aufgelöst, wer da diesmal irgendwo hängen geblieben ist. Es ist Linus Hartmann, der da mal schön abfliegt. Also für den Hartmann eine STM-Saison für die Mülltonne. Er wird auch im nächsten Jahr, Novin, sich nur noch auf Formel 1 konzentrieren. Macht dann den Le Gall. Und das ist das Problem. Hier kommt zurück auf die Wiese. Das klappt als nicht sofort hier mit den Autos. Diese Nordkurve ist ganz extrem. Leider noch viel zu viele Runden. Ich befürchte, der Beißler wird nach und nach hier aus dem Rennen durchgereicht. Mal überhole wage ich mich hier aber gar nicht. Wir müssen auch beide Hondas mal loben, Michael. Die holen Schritt für Schritt auf. Veco ist jetzt schon auf 12. Armani schon auf der 19 hinter Niklas. Aber die machen Mannschaftsziel nicht. Oder Michael? Auf jeden Fall. Beißler versucht ja Meisterschaftsteam nicht zu fahren. Nee, pardon. Armani ist auf 18, Niklas auf 17. Oh je, das gibt ein Katastrophe-Rennen. Wieder ein Platz verloren. Es droht hier ein Nuller für Michael Beißler. Weil überholen ist ja nicht auf der Strecke. Wieder ein Platz verloren. Michael Beißler wird hier bis ans Ende durchgereicht. Oder er muss volles Risiko gehen in der Schikane und dabei riskieren, dass das Auto wegfeuert. Michael, Alex ist hier. Are you okay, Michael? Wieder Plätze verloren. Er bleibt aber auf der 9, da war er gerade eben schon. Die Schikane hat er gut erwischt. Wieder hängt einer in der Wand. Wir zeigen aber nicht jedes Mal jetzt, wenn einer in die Wand hängt. Weil das passiert öfters jetzt auf der Avus. Da vorne der Dimirbass ist das Glück von Michael Beißler. Der hält die nämlich da auf. Novin, der Audi hat hier ja richtig Probleme. Schau mal, der hat die jetzt aufgehalten. Das ist Glück vom Beißler. Aber wie kann er sich jetzt wieder einen Punkt erkämpfen? Sind noch 22 brutale Minuten.
lenk doch ein. So, Schikane wieder gut erwischt. Sinan Demirbas, der Audi hat keinen Speed. Im vergangenen Jahr hat Sinan Demirbas hier fast eine Renne gewonnen. Dann stand aber der Beißler da, nach seinem schweren Unfall benommen. Und konnte nicht weiterfahren. Novin, wie sehr können die Reifen hier noch eine Rolle spielen? Das könnte natürlich eine ganz, ganz gewisse Rolle spielen. Birgit Käuser führt mittlerweile wieder den Grand Prix an. Das könnte alles natürlich beeinflussen. Und ja, wie gesagt, lenk doch ein. Oh, da gibt's große Probleme. Aber dafür hat er die Schikane exzellent getroffen. Ja. Zum ersten Mal, da ist er jetzt aber, glaube ich, auch mit Mut in der Hose da reingefahren, die Schikane. Denn der will sich da nicht, Nein. An Pelz aufgefahren. Und jetzt steht er da quer, der Beißler, und dann treffe sie ihn. Das war Armani, glaube ich. Ne, Valvorik. Ja, damit ist das Thema gegessen. Jetzt heißt nur noch Risiko. Das gibt einen Doppelnuller. Ich hab's befürchtet, es gibt einen Doppelnuller. Jetzt wird die Frage sein, wo ist der David Lötschi? David Lötschi ist immer der noch. Der ist nur 22. Der ist noch hinterm Beißer. Ja, ist immer noch nicht in dem Punkt, aber. Michael, kurze Frage. Macht Armani für dich deiner Meinung nach sein bestes Aufholjagdrennen? Von hinten aus? Er versucht's wenigstens. Er ist ja schon in den Top 15 schon. Richtig, der Beißler, der kann jetzt nichts mehr. Der ist jetzt egal, ob er abfliegt. Jetzt ist es egal, ob ich abfliege. Jetzt kann ich nur noch voll durch die Schikane brettern. Czewicki hat es mittlerweile ja auch rausgespült. Aber wir haben ja gesehen, Rennunfall. Hat auch übrigens die Rennleitung so bestätigt. Kam die Meldung vorhin reingeblendet. No further action. War also Rennunfall. Haben wir genauso gesehen, oder Novin? Da konnte der Beißler nichts für beim Czewicki. Da kam er zurückgebounced. Würdest du das genauso unterschreiben? Rennunfall. Kommt drauf an. Also es deutet vieles darauf hin, aber Michael, na, die Rennleitung hat es ja bestätigt. Und ich höre von Honda eine Anweisung, dass Novin Armani die schnellste Rennrunde bis jetzt im Mittelfeld gefahren ist. Er fährt im Mittelfeld die schnellsten Runden mit Nico und Niklas. Denkst du, Michael, dass Armani jetzt eine Chance hat auf Punkte? Er ist momentan jetzt auf Position 13. Ja, eher wie jetzt der Michael Beißler. Denn der fährt nur noch um Position hier. Aber macht es Armani sehr ordentlich. Er macht es ordentlich, ja. Da kann man nichts sagen. Da merkt man seine Reifenschutzqualitäten hier. Er fährt schnell, dann macht und jetzt langsam. David Lötschi! Am Beißler vorbei. Wenn es natürlich ein Doppelnuller für beide gäbe, dann hätten wir weiterhin Pari-Situation. Dann reicht weiterhin der Doppelsieg in Hamburg auch aus. Also wenn beide den Nuller holen, dann aber reicht der Doppelsieg. Dann aber erst im Rennen 2. Alter, also, das war sowieso vorher schon klar. Oh, lenk ein. Oh. Lenk ein. Lenk doch ein, Mensch. Oh, damit ist das Rennen gelaufen für den Beißler. Die Karre lenkt nicht ein. Jetzt bleibt zu hoffen, dass der Lötschi nicht weit nach vorne kommt. Denn ansonsten der Sorry Meisterschaft die nicht. Oder Beißler haut jetzt dann bald weg. Aber solange der Lötschi nicht in die. Ja, da muss ja Achter werden für einen Punkt. Das wäre natürlich gar. Oh, Unfall, Beißler! Und Reifenschaden und damit kann er das Rennen eigentlich abhaken.
Kann sich jetzt hoffen, dass er sich jetzt ein paar Mal überrunden lässt. Reifenschaden von Michael Beißler und da ist bereits schon das Führungsduo. Schweizer, der führt wieder aus. Beißler ist wieder in der Wand. Da kachelt einer rein. Luca Häuseli. Chaos. Beißler kann es nicht mehr drehen. Da muss jetzt natürlich aufpassen. Da kommen Fahrer. Das ist ein Rennen zum Vergessen. Beißler wird diese Abus, glaube ich, auch nie mögen. Schafft es jetzt endlich in die Box, der Michael Beißler. Natürlich bestätige bei dem... Nein, ja, ja, bestätige, so. Hoffentlich ist dem Luca Häuseli da nichts passiert, denn der hat mich touchiert. Beißler lässt jetzt das Auto reparieren, aber natürlich ist klar, in dem Rennen ist nichts mehr zu holen jetzt. Von Platz 8 gestartet, da hat er im Qualifying alles rausgerissen, aber ich meine, das sind 30 Runden fast hier. Die Strecke, die mag er nicht. Das ist halt einfach so. Aber solange David, geh doch jetzt mal an hier, das Auto nicht mal an. Solange der David Lötschi nicht unter die ersten 8 kommt, Novin, bleibt es dabei in Rennen 2 in Hamburg, aber auch nur Novin mit einem Doppelsieg, wohlgemerkt. Novin, wir müssen noch anmerken, es muss ein, der muss beide Rennen in Hamburg gewinnen dann, um Meister zu werden. Ich meine, dass der Beißer es kann, wissen wir, aber er muss halt dann... Wir müssen mal heute mal einen Mann heute mal loben, Michael. Das ist der Fuchsi, Position 11. Ja, kriegt der hier Punkte. Also Renault kann damit auch Platz 2 definitiv abhaken. Jetzt muss er die hier alle durch. 13 ist der Fuchsi. Da touchiert mich dann noch der Berger. Na, dass der mich touchiert, wundert mich gar nicht. Weil der Adnan Berger ja kein Kind von Reichen. Fahr doch jetzt mal alle hier vorbei. Was soll denn das hier? Ja, ich lasse die auch jetzt alle vorbeilassen hier. Hinter Hartmann einordnen. Und ja, damit braucht der Beißer hier jetzt eigentlich auch nicht mehr durch die Schikane bretzern. Novien, könnte man auch taktisch gesehen in Erwägung ziehen, das Auto früher abzustellen, Novien? Im Vorjahr hat er das gemacht. Wie stehst du dazu? Noch da, Novien? Noch Novien, noch da. Novien, wie stehst du denn zu dem taktischen Mittel, das Auto vielleicht früher abzustellen, um Ressourcen zu schonen? Ja, man muss halt jetzt gucken. Also eigentlich wäre, würde das Team jetzt sofort ihm sagen, du stell das Auto ab. Aber Beißler möchte ja auch ins Ziel fahren. Ob das eine gute Idee war, wäre, ist es nicht. Aber das Vorbeilassen ist natürlich eine kluge Maßnahme. Um niemanden, sagen wir mal, bei den anderen zu wissen. Genau, der möchte ja hier keine Punktabzüge wieder bekommen. Sonst kann er das mit Hamburg genau vergessen. Genau. Und dann, natürlich die Welt dann natürlich halt anders aus, wenn es mit ein paar Punkten abgezogen wird. Ne? Das halt ganz genau, fatal. Stell dir mal vor, 6 Punkte mehr und wir hätten hier an der Abus schon Meister werden können. Aber gut, so wie der Beißler hier, der Abus fährt sowieso nicht. Aber der könnte jetzt ein paar Mal überrunden lassen, dann ist das Rennen kürzer vorbei für ihn. Aber wir wissen ja, wer Michael Beißler kennt, Novin, der wird auch gern für die Statistik eigentlich lieber das Rennen zu Ende fahren, oder? Noch kein DNF der Beißler, soweit ich mich erinnere kann. Selbst in Motegi ist er als 10. mit dem kaputten Renault noch übers Ziel fahren. Wäre natürlich statistisch auch kein schlechter Wert, oder Novin, wenn er dann kein DNF hat in der Saison. Kann die Strecke noch ein bisschen üben. Um sie genau vielleicht in Rennen 2 hinzubekommen, aber dann bleibt er schon wieder hängen. Ich will eigentlich... Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, danke. Da kommt ja das Feld auch schon wieder vorbei. Glaube, dass wir das hier an der Geraden mal ziehen lassen müssten. Zumindest mal die erste... Was ist denn jetzt hier los? Achtung, was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Beißler? Da ist der Limiter angesprungen. Was ist denn hier los mit Michael Beißler?
Der Boxenlimiter ist an. Chaos Beißler kann nur auf 60 beschleunigen und wird da abgeschossen. Frage ist nur von wem. Alex Opitz auch nervös. Da ist nämlich am Motor irgendwas ausgefallen an der Elektronik. Der fährt im Pit-Limiter. Und die kriegen den nicht mehr aus. Chaos. Und wer hat Beißler abgeschossen? Und vor allem kann man ja von Abschießen reden. Er ist überrundet. Sollte man auch nicht vergessen. Da sollte man dann auch nicht so hart rangehen. Wer war da noch nicht überrundet? Hardenacke, Drechsel, Erbelding, Klaus. Es kann nur einer von denen gewesen sein. Drechsel! Hat dich am hinten gepackt. Ich glaube, Daniel hat dich getroffen, Michael. Ja, aber da war noch einer. Nee, da ist Justin Klaus. Da kommt der Demirbass, Haraldo Hörlefson. Da steht immer noch der Beißler. Veco Meyer. Dann wär's Karma Will Get You Revanche. Karma Will Get You Revanche. Veco Meyer war's. Veco. Veco Meyers Antwort auf Crashes von Sion. Und ich glaube, da war noch was in der DTL mal so eine leichte Kurve. Jetzt muss er natürlich erst warten, bis die alle mal durch sind. David Lötschi, das ist das Gute, der kommt auch nicht mehr nach vorne heute. Also das spielt den Beißer in die Karte, aber der muss halt warten, bis die alle da kommen, die Führende wieder und in der Schikane zu drehen. Oh, da kommen doch die Führenden. Und ich will doch nicht einem den Sieg kosten hier. Wo ist Schweizer, wo ist Käuser? Ich will doch denen den Sieg nicht kosten. Jetzt hängt der im Randstein drin. Also ich glaube, hier ist bald besser abzustellen, weil der kann ja hier gar nicht mehr frei fahren. Der wird ja jetzt jede Runde überrundet hier. Die sind an der Renault-Blocks eh nervös, Novin. Die haben das mit dem Pit-Limiter immer noch nicht hinbekommen. Ich muss schon wieder in die Box. Was ist da los? Ja, schon wieder Aufhängung kaputt. Okay. Man holt mich in die Box, Novin, wegen dem Speed-Limiter. Aber ich muss warten, bis die alle wieder durch sind. Ja, Novin, das ist noch schlimmer wie Aragon, würde ich sagen. Ja. Weil da konnte ich wenigstens dann frei hinterherfahren. Das kann man hier nicht an der Abus. Kenny hat's auch erwischt. Schau mal, Novin, Rickard auch weit zurückgefallen. Da kommen Käuser und Schweizer schon wieder. Box this lap, Box Michael, Box. Wir haben ein Aufhängungsproblem und wir haben ein Motorenproblem. Aber das Problem mit dem Speedlimiter haben sie wieder gelöst. Nein, das geht schon wieder. Wieder Aussetzer, da kommt schon wieder der Speedlimiter. Hoffentlich sehen die den. Schweizer führt. Vor Birgit Käuser, Novin, der Beißer ist so bedacht, dass er denen nicht was versaut hier, gell? Genau. Jetzt also geht's wieder. Es geht. Das erinnert mich doch wie Brasilien 99, Michael. Erinnerst dich? Mika Häkkinen? Mika Häkkinen, ja. Auf jeden Fall Beißer in der Box und sie schrauben am Auto. Nur wenn die 10 Minuten will der Beißer durchfahren, er hat schon angegeben, ich werde hier nicht abstellen. Will ins Ziel, aber jetzt sind sie dran, reparieren wild, also das ist wirklich nach dem Desaster in Aragon, da war der Opitz ja noch nicht Renningenieur, der kam ja erst in, wann kam der Opitz, Portimao glaube ich erst, ja, das ist ein Rennen, mein lieber Herr Gesangsverein, und ich glaube Rennen 2, da geht's, kriegst das Auto nicht an. Da geht's auch nur darum, glaube ich, ins Ziel zu kommen, Rennen 2. Da vorne wechselt sich's munter, Bäumchen wechselt dich. Schweizer und Käuser. Luca Häuseli! Luca Häuseli auf der 2, Novin! Gewinnt doch nicht unser Aarauer Jungspund hier noch! Der Beißler gewinnt heute kein Rennen mehr, das ist sicher.
Drechsel auf der 4 Novien. Für BMW ist das natürlich eine geile Sache hier, wenn die alle 8 in die Punkte bekommen, oder? Ja. Alex Hupen dazwischen als Überrundeter, Demirbas. Novien Armani macht sich gut, ist 11. Fuxi mit seinem besten Ergebnis, so weit vorne war der auch noch in der Saison. Im letzten Jahr war der hier auf Startplatz 5, Novien ist auf dem Beißler abgeschossen worden beim Start. Vetia Marki jetzt, der wird schon zum 6. Mal überrundet, glaube ich, gefühlt. Ja, für die Zuschauer tut es mir leid, dass wir jetzt so ein Rennen erleben. Adnan Berger Novien, der kommt auch nicht mehr zurecht, so ganz, gell? Valvorik auch Probleme. Novien, also du und Veko seid momentan die besten Hondas im Feld, aber nicht in den Punkten. Denn die werden voll mit BMW-Fahrer aber belegt. Aber trotzdem im Rennen 2 eine gute Ausgangslage. Besserer als der Beister, der wird nämlich in Rennen 2 jetzt vom letzten Platz starten müssen. Jetzt versucht er sich zurück zu überrunden gegen den Valvorik. Novien, Valvorik, wir können ja mal, dann kriegt er den Bremspunkt. Nimm mir, ich glaube, das mit dem Auto ist heute auch nicht mehr viel zu bremsen. Novien, wir können ja mal, du musst mal dein Mikro außerdem ein bisschen lauter stellen. Du bist heute sehr leise zu hören, habe ich so das Gefühl. Novien, wir können ja mal ein bisschen vorausblicken. Hm? Ah, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Wir können aber ein bisschen vorausblicken, Novien, denn in 14 Tagen Hamburg. Es wäre eine Strecke, da kann der Beißler mehr reisen, hat er letztes Jahr bewiesen. Und was auch, interessant ist, was erwartest du dir für Hamburg? Und kann der Beißler diesen Doppelsieg holen? Denn dann wäre er nämlich STM-Champion, je nachdem, wo Lötschi sich einreiht. Ja, oder ob Lötschi überhaupt dabei ist, ne? Das wissen wir ja auch. Ne? Nein, in Hamburg dürfen alle mitfahren. Also die Hoffnung ist weg. Hamburg, sind sie alle dabei? Und ja, in Spa sind sie alle nochmal dabei. Und auf der Nordschleife, lustigerweise. Nur auf dem Grand Prix-Kurs nicht. Was ich auch nicht verstehe, aber wird man sich was dabei gedacht haben, will man die alle auf die Nordschleife loslassen. Das wird auch nochmal so ein Rennen werden für die Beißner Nordschleife, gell? Wird auch nochmal so ein Chaos werden. Ja, das könnte alles natürlich beeinflussen, wir wissen es ja nicht. Und ich muss mich schon verabschieden von der Übertragung, weil gleich Testfahrten schon noch beginnen. Weil gleich was? Ja. Die Testfahrten. Ah, okay. Die Testfahrten. Und wir haben ja auch bald eine neue Uhrzeit und dann wollte ich das halt nicht ein bisschen auch anpassen, weil die meisten sind schon fast da. Na dann, wünsche ich dir noch viel Spaß. Danke. Und dann bis nächste Woche, da haben wir wieder Grand Prix 2 aus Spielberg dann. Ja, ich danke dir und einen schönen restlichen Sonntag. Und euch, liebe Zuschauer, noch einen schönen restlichen Nachmittag. Keep Vielen racing. Dank, Novien Armani. Rennen 2 wird ihr dann mit mir vorlieb nehmen. Ist ja auch nicht schlimm. Der Beißler, der sich jetzt versucht, ein bisschen reinzufahren in das Tempo. Achtung, was ist jetzt hier los? Hallo? Ach, das war jetzt das Skype. Da hat mich der Novien jetzt unabsichtlich aus dem Spiel geworfen. Aber in dem Rennen ist ja jetzt eh egal. 5 Minuten noch, liebe Zuschauer. Wir wollen natürlich dieses Rennen ins Ziel fahren. Aber das gibt hier wieder Doppelnuller. Das ist der zweite Doppelnuller nach Motegi. Nach Aragon. Was mich mal interessieren wird, nimmt er denn eigentlich noch auf? Wenn er sich schon rausgecrashed hat. Ja, nimmt mich noch auf. Ah ja, über eine Stunde geht es jetzt schon. Wir haben auch viel Wiederholungen gemacht und viel Chaos und Geplänkel. Ein zweiter Rennen wird es auf jeden Fall dann kürzer werden, das Video, ganz klar. Nehmen wir auf jeden Fall noch auf. Ja, liebe Zuschauer. Rennen Nummer 2. Was könnte der Beißler jetzt noch machen? Könnte die Differentialsperre wieder auf 40 stellen? Von da wieder was probiert. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Aber in Rennen 1, da hat er es verloren. Es war schon Runde für Runde hat er Plätze verloren. Und dann die Situation mit O'Hurlefson, die natürlich keine Strafe für Beißler gibt. War ein Rennunfall.
Aber er bekommt auch so die Kurven nicht auf der Berliner Abus. Also das war nicht seine Strecke. Schweizer Häuseli, Käuser gegen Drechsel. Erleben wir auch den ersten STM-Sieg und wahrscheinlich auch den einzigsten von Matthias Schweizer. Oder kann der Aarauer Luca Häuseli vielleicht hier die Sensation schaffen und wie im Vorjahr ein Schwarzenbacher einen Sensationssieg landen? Luca Häuseli, erst 16 Jahre alt geworden dieses Jahr, aus Aarau, Formel 3000 Stammpilot, ist hier als Ersatzmann für Adnan Berger reingekommen und könnte hier sein erstes Rennen gewinnen. David Lütschi, und das ist das Gute für Michael Beißler, gondelt auf der 22 rum. Damit hat er nur noch ein Rennen Chance, Punkte zu holen, der David Lütschi. Und das, ja, Beißler müsste in Hamburg auf jeden Fall Rennen 1 und 2 gewinnen. Und dann hoffen, dass Lütschi nicht besser als Platz 3, Platz 4 käme. Dann müsste nämlich mindestens 6 Punkte holen. 6 Punkte mehr als Lütschi in Hamburg und dann wäre er Meister. Und das kann Michael Beißler, denn in Hamburg-Harbor hat er im letzten Jahr eben den Weg geebnet für seinen ersten Titel im Opel. Fans an der Avus freuen sich hier ausverkauft. Alexander Rickert treibt sich da mit Chirac herum. Fahrt doch jetzt mal vorbei, Leute. Wir haben wieder ein paar Runden. Fahrt doch jetzt vorbei, danke. 5 Runden Rückstand, Chaos in Rennen 1. Meisterschaft bleibt unverändert. Der Weco wird nichts dazu holen. Es werden aber Fahrer von den... Luca Häuseli geht in Führung! Luca Häuseli führt in der STM! Der 16-jährige Aarauer führt! Der wäre damit... Der zweitjüngste Sieger, der jüngste Sieger ist Veco Meyer mit 15 im vergangenen Jahr. Also er wäre der zweitjüngste STM-Sieger. Während ich schwitze wie eine Sau hier bei diesem Chaos-Rennen. Und wir werden dann doch nicht so ganz auf 30 Runde kommen. Czewicki, ja, schade, es tut mir leid für ihn. Unglücklich getroffen worden vom zurückbouncenden Beißler. Auch für Rickert unglückliches Rennen. Aber Luca Häuseli, der Debütant, der nächste Debütant, der hier einschlagen könnte. Und er macht sich dann natürlich auch Hoffnungen auf den Cockpit. Häuseli führt, Käuser, Schweizer, nunmehr Dritter. Jetzt ist man doch fast zu sagen, dem würde ich das so sehr gönnen, wenn der das jetzt heimfährt, der Häuseli. Es sind ja nur noch eine Minute, das sind noch 2-3 Runden hier. Harald O'Hörlefsson würde auf der Pole stehen jetzt nachher. Das wäre nur noch 2 Runden für Luca Häuseli. Beißler ist überrundet. Man braucht hier knapp 58 Sekunden für eine Runde. Das gibt noch 2 Umläufe. Wenn Häuseli jetzt übers Ziel käme, dann wäre es noch eine Runde. Oder gewinnt die Frau. Birgit Käuser wäre das die erste Frau der STM-Geschichte, die gewinnt. Schweizer hat jetzt, glaube ich, Probleme. Wird es wohl nicht mehr schaffen, Matze Schweizer. Da hinten sind Häuseli. Beißler bremst. Luca Häuseli führt. Luca Häuseli führt weiterhin, dahinter Schweizer und Käuser. Käuser jetzt an Schweizer dran, da ist dazwischen ein überrundeter, Achtung. Hardenacke, Beißler muss die jetzt durchlassen. Das ist die letzte Runde, liebe Zuschauer. Die letzte Runde. Luca Häuseli, der kann hier das Rennen gewinnen, meine Damen und Herren. Das ist die letzte Runde. Er hat einen Mordsvorsprung, der junge Aarauer. Werden wir hier eine Sensation erleben? Luca Häuseli, biegt er ein? Was macht er? Da ist einer draußen. Luca Häuseli gewinnt.
sein erstes Rennen! Sensation! Luca Häuserli aus Aarau gewinnt! Bei seinem allerersten Rennen! Well done, Luca! First race, first win! This is history! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Beißler muss noch ins Ziel gondeln. Luca Häuserli gewinnt. Und Beißler erreicht mit 5 Runden Rückstand das Ziel. Das heißt, knapp 31 Runden werden dann wohl gefahren worden sein. Luca Häuserli aus Aarau gewinnt in Rennen Nummer 1. Unglaublich. Unfassbar. Und er hatte einen Mordsvorsprung am Ende. Also da hatten Käuser Schweizer wohl noch einen Fehler drin am Ende. Luca Häuserli bei seinem allerersten STM-Rennen. Das hat vor ihm nur der Joker geschafft im vergangenen Jahr bei der STM-Premiere. Aber da war es das allgemein erste Rennen dieser Rennserie. Aber Luca Häuserli gewinnt gleich beim allerersten Rennen ein STM-Lauf. Das ist eine Sensation. Das ist eine Sensation. Und Novien Amani holt sich am Ende noch die Pole Position. Unfassbar. Und der hat ja auch schon ein Rennen gewonnen, Novien Amani. Luca Häuserli aus Aarau, 16 Jahre, ist STM-Rennsieger. Der heult unterm Helm. Du, der kann gar nicht aussteigen, liebe Zuschauer. Das ist der Ersatzmann für Adnan Berker. Diesem Auto hat Adnan Berker das Rennen 1 in der Lausitz gewonnen. Und Luca Häuserli sitzt gleich in demselben Auto und gewinnt ebenfalls ein Rennen. Das hätte auch ein Rennsieg von Adnan Berker sein können. Aber das war es nicht. Unfassbar. Unglaublich. Luca Häuserli kann nicht aussteigen, fassungslos, das ist eine absolute Sensation, mit der man so in dieser Woche nicht rechnen konnte, dass wir genau sowas erleben werden. Also das schon auf Platz 3 gefahren im Qualifying war stark, das Podest war schon eine wäre schon eine Sensation, aber dass er hier bei dem ersten Auftritt gleich gewinnt. Ui. Beißler hat 7 Runden Rückstand. Das ist natürlich auch peinlich, aber es war nicht das Rennen von Michael Beißler. Luca Häuserli, der ist so überwältigt. Man hat es im Boxenfunk gehört. Hat sich hier fast die Stimmbänder rausgeschrien. Es hat mich erinnert an Christian Schwald in Grand Prix 2 in Imola. Ich meine, was ist denn das auch? Was passiert da jetzt um den Luca Häuserli? Der ist ja erst vor ein paar Wochen in die Formel 3000 gekommen. Aus der Formel 4 Meisterschaft mit dem Luca Le Gall zusammen. War dort nur im Mittelfeld. Formel 3000 hat er sich gut präsentiert. Die wenigsten Crashes der ganzen Piloten abgeliefert. War dort auch schon mal auf Siegkurs. In Shanghai. Dann kommt er in die STM. Er war nicht mal Wunschkandidat. Man wollte da Lamy und Reichelt reinsetzen. Die hat man nicht bekommen. Dann hat der Beißler Häuserli und Brück reingesetzt. Brück kann heute nicht starten. Aussetzrunde. Häuserli, der fährt hier gleich mal auf die 3. Und dann gewinnt er hier das Rennen. Was passiert denn jetzt gerade mit dem Jungen? Ist ja unfassbar. Wir werden die Schweizer Nationalhymne hören, eigentlich nicht für den Michael Beißler. Denn der ist 30. und er wird auch im zweiten Rennen wirklich Probleme haben, nach vorne zu kommen. Aber Novien Amani hat wieder eine Siegchance.
nach Motegi, denn da startet er damals auch vom, da war er auch 8 am ersten Rennen und hat sich dadurch, ja, unglaublich. Gehen wir mal durch. Birgit Keuser, am Ende 5,5 Sekunden, da gab es wohl noch einen Fehler von Keuser und Schweizer, die hatten da die Siegchance drauf. Keuser, das wäre dann die erste Frau gewesen der STM. Ich denke, für Audi hat sie sich hiermit empfohlen. Gehen wir es mal durch, ich bin komplett nass geschwitzt, liebe Zuschauer. Luca Häuseli aus Aarau bei seinem allerersten STM-Rennen gewinnt auch gleich sein erstes STM-Rennen. Das hat vor ihm in der Form noch kein Fahrer geschafft. Das ist absoluter Rekord, absolute Historie. Im vergangenen Jahr eben Joker, aber das war das allgemein erste Rennen der STM. Also das ist der erste Fahrer, der bei seinem allerersten Rennen es schafft, sein Rennen, das Rennen zu gewinnen. Unglaublich. Keuser auf 2, Matze Schweizer auf dem Podest zum ersten Mal in dieser STM-Saison. Wird sich ja auch verabschieden aus der Serie. Daniel Drechsel 4, Justin Klaus 5. Harald O'Hurlifson 6. Sinan Demirbas rettet mal wieder 2 Audi-Punkte. Wird 7. Hat hier im vergangenen Jahr auch einen Sieg-Chance gehabt. Vielleicht kann der hier sogar gewinnen, man weiß es nicht. Aber BMW scheint sehr stark zu sein. Und Novien Armani 8. wird dann eben von der Pol gleich starten. 9. Veco Meyer. 31 Runden waren es am Ende. 10. Michael Fiebiger, 11 Fuxi, der hat hier sogar realistische Punktechance. Niklas Luger, Valvorik, Adnan Berger hat sich doch ordentlich verkauft bei seinem ersten Rennen im Renault. Dann Dustin Rolko, Joker, Stellan Berger, David Lötschi, 18. Wenn der nicht in die Punkte kommt in Rennen 2, dann spielt es, egal wie das Rennen 2 abläuft, dem Beißler wieder voll in die Karten. Kenny, Patrice Chirac, Alexander Rickert. Ja, und am Ende ausgeschieden, da haben einige Fahrer noch das Auto abgestellt. Martin Hardenacke, 23, wird gewertet, hat das Auto eine Runde vorher abgestellt. Da gab es technische Probleme, da ist nämlich am Kühler was kaputt gegangen, kurz vor Rennende. Genauso wie bei Hamaki, Erbelding hatte Motorenaussetzer. Niko Cevicki, Folgeschaden dieses Rennunfalls, war die Spurstange verstellt. 26, werden aber alle Fahrer noch gewertet. Dann Niklas Backer, Alex Huben, Marcel Pelz und mit 7 Runden Rückstand wird aber auch noch gewertet Michael Beißler. Ja, das Rennwochenende ist wohl zum Vergessen für den Beißler. Luca Häuseli ist überwältigt. Er kann es nicht fassen, was ihm da jetzt gerade geschehen ist. Unglaublich. Luca Häuseli. Er muss jetzt selber erst einmal innehalten. Also das ist eine absolute Sensation mit Luca Häuseli. Er kann es nicht glauben. Unglaublich. Es dauert jetzt noch ein bisschen. Er ist ziemlich fertig, der Luca Häuseli. Leute, 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 der tut Tränen heulen. Ich will es jetzt nicht sehen, aber der tut Tränen heulen. Ja, was ist das auch für
Eine Sensation, liebe Zuschauer. Also da muss man ja auch ja schon mal sagen, du kommst da rein in dein erstes SCL-Rennen und gewinnst es dann auch noch. Sensationell. Unglaublich. Die Mutter auch hier, kann's nicht glauben. Also da ist wohl einer eingeschlagen wie eine Bombe, liebe Zuschauer. Im wahrsten Sinne des Wortes, Luca Häuserli stellt Alexander Rickard und stellt Stellan Berger komplett hier in den Schatten. Und auch der Joe Gerner ist gerade zu ihm hingegangen und hat ihm gratuliert, hat den Hut ziehen müssen vor dem Junge. 16 Jahre aus Aarau, ein neues Talent aus der Schweiz ist hier heute geboren. Ein New Star is born. Wird auch Nico Cevicki freuen, auch Novin Amani. So, und jetzt geht's dann gleich los mit der Siegerehrung. Heute verzögert sich das ein bisschen, weil der muss sich erst mal beruhigen, der Luca Häuserli. Sei ihm auch gegönnt. So, und jetzt kommen Sie aufs Podest. Der heult übrigens immer noch. Der Luca Häuserli. Und da kommen Sie jetzt aufs Podest, meine Damen und Herren. Auf Platz 3, Matthias Schweizer. Mit seinem allerersten STM-Podest. Der ist überglücklich. Damit wird er auch wieder einen Sprung nach vorne machen. Sei auch seine letzten STM-Rennen. Platz 2, eine Reihe des BMW-Podests. Platz 2, die erste Frau, die hätte ja gewinnen können, aber Podest hat sie schon mal gehabt. Birgit Keuser. Nein, das ist auch der erste Podestplatz für Birgit Keuser, die erste Frau auf dem STM-Podest. Es ist Birgit Keuser, die Dame aus Siegen. Und der Sieger, Luca Häuserli, 16 Jahre aus Aarau. Der kann es irgendwie nicht so ganz glauben. Und wir werden jetzt die Hymne von Deutschland, wir werden jetzt die Hymne von der Schweiz für den Sieger und von Deutschland für den Hersteller hören. Zu Ehren von Luca Häuserli die Schweizer Nationalhymne und für BMW die deutsche Nationalhymne.
sogar Häuseli, da musste jetzt sogar der Schweizer kommen und ihn in den Arm nehmen. Der heult wie eins mit einer Schweizer Flagge im Gesicht, heult der wie ein Rubens Barrichello in Hockenheim 2000. Unglaublich, aber was ist denn das auch für eine Geschichte? Du kommst in dein allererstes Rennen, du fährst eigentlich unbefreit, du hast nichts zu verlieren und dann kommst du hierher und tust erstmal allen zeigen, wer hierher im Haus ist. Gewinnst dieses Rennen mit noch fast einem 6-Sekunden-Vorsprung. Also unglaublich und er war von Anfang an in den Top 3 immer mit dabei. Unglaublich, der Pokal jetzt hier vom regierenden Bürgermeister der Stadt Berlin für Luca Häuserli. Da muss ihm der Schweizer helfen, er kriegt ihn nicht hoch vor Trauer. Das sind Freudentränen. Muss man sich mal vorstellen, der Junge. Unglaublich. Platz 2, Birgit Käuser, die ist doch etwas nüchterner. Die hat ja in der Indycar schon Podestplätze geholt, aber das ist natürlich auch was Besonderes, dann hier auch in Abus in Berlin, so eine Traditionsstrecke, die hier für die STM wiederbelebt wurde. Aber auch Platz 2, Matze Schweizer freut sich riesig. Platz 3, zum ersten Mal ein Podestplatz in der Schweizer Tourenwagenmeisterschaft auch mal miterleben zu dürfen. Hätte ja auch fast gewinnen können. Also, wäre hier auch möglich gewesen. Siegreiche Konstrukteur Jens Marquardt ist jetzt selber hochgegangen und nimmt mal wieder einen weiteren Sieg, einen insgesamt 6-fach Sieg von BMW entgegen. Das wird in der Herstellerwertung bald auf die vorzeitige Entscheidung für die Bayerische Motorenwerke hinauslaufen, die danach aussteigen. Honda, ja, hat sich jetzt ein bisschen abgesetzt von Renault. Allerdings nur um einen Punkt. Opel konnte da noch nicht sehr viel holen. Ja, und jetzt heißt es, meine Damen und Herren, wie immer, Time for Champagne! Der Luca heute die 16 ist, er darf uns dann halt ja schon mitnehmen. Da kriegt er voll an, er wird richtig gefeiert. Danach ist er schon mal eine kleine Pause, man geht jetzt ein bisschen rein. Da war ein Luca heute nicht. You are the hero, a new star is born, kann man sagen. Damit hat er sich jetzt schon mal in den Fokus gespielt, was er noch oft aussieht. Und Renault wäre noch möglich. Da hat er sich schon mal reingespielt. Ein Mann mit Zukunft. Und Zukunft braucht das Land, liebe Zuschauer. Und damit bleibt es in der Meisterschaftstabelle unverändert. Beißler bleibt weiterhin 53,5 vor David Lötschi. Und wenn im zweiten Rennen beide wieder mit einem Nuller heimgehen, dann ist ganz klar, kann in 14 Tagen in Hamburg bei einem Sieg von Beißler in Rennen 1 und 2 kann Michael Beißler zum zweiten Mal STM-Champion werden und den Titel in Hamburg vorzeitig eintüten. Die Herstellerwertung wird dann erst eingetütet auf der Nordschleife, kann die dann frühestens eingetütet werden. Unfassbar. Beißler muss 53,5 Punkte, er muss 7 Punkte mehr holen als Lötschi in beiden Hamburg-Rennen. Dann hätte er den Titel. Also er muss nicht mal unbedingt die Rennen gewinnen, 7 Punkte mehr. Der Vorsprung muss ja über 60 Punkte betragen. Dann hätten wir nur noch die Rennen in Hamburg, zweimal Hamburg, zweimal Nordschleife, zweimal Nürburgring, Grand Prix und zweimal Spa. Hätten wir Hamburg, Nordschleife. Ah, das wird gar nicht passen, glaube ich.
Er muss sogar über 70 Punkte, er muss beide Rennen gewinnen. Das sind ja noch vier Stationen, 4 mal 20 gibt 80 Punkte. Nein, das reicht da noch nicht. Da müsste er in Hamburg tatsächlich die Punkte gewinnen. Also kann Beißler sogar erst an der Nordschleife wahrscheinlich Meister werden. Dort wird es dann im Qualifying so sein, da gibt es nur einen Versuch, weil ja die Runde über 9 Minuten dauert. Also man hat nur einen Qualifying, also eine Auslaufrunde und einen Qualifying-Versuch und der muss sitzen. Also kann Beißler erst, ja, es sei denn, Lötschi verwachst die Rennen in Hamburg. Also Beißler kann wahrscheinlich sogar erst an der Nordschleife Meister werden. Das werden wir dann alles nach Rennen 2 nochmal nachrechnen. Wir gehen jetzt erstmal in eine kurze Pause und sind danach wieder zurück mit Rennen Nummer 2 von der AWUS in Berlin. Und 5 Minuten sind wir wieder zurück mit der Übertragung von der AWUS in Berlin. Nicht abschalten, dranbleiben, bis gleich beim zweiten Rennen aus Berlin.